Ja, liebe Zuschauer, ihr seht gerade hier mit mir Dragon Age Inquisition von der Gamescom. Ich bin der Sepp und wir durften schon hands-on Dragon Age machen. Wir konnten das Ganze auf einer PC-Version in der Alpha spielen und konnten schon eine Stunde lang exklusiv hier anspielen und dürfen euch hier 10 Minuten schon zeigen. Mit dabei waren Entwickler von BioWare, die uns das ein oder andere hier gezeigt haben, wie es von der Steuerung her geht und was so die Neuerungen sind. Wir sind hier gerade in einem Haus mitten in der Wildnis, haben eine Quest ganz am Ende, was ungefähr eine Stunde dauern wird, und das habe ich für euch mal zusammengeschnitten. Und ihr seht, ich spiele das Ganze auf einem Xbox-Controller. Unten sieht man das an den Knöpfen, die an den Fähigkeiten dran stehen. Die wir dann hier, mit denen wir dann kämpfen. Dragon Age Inquisition ist der dritte Teil der Reihe und sieht, finde ich, sehr atemberaubend aus. Mit der Frostbite Engine 3 und auch den ganzen Zerstörungseffekten, wie man hier sieht, sieht das Ganze einfach ziemlich genial aus. Also grafisch echt top. Ganz hoch angesiedelt hat man auch einen Fokus drauf gelegt, dass man hier grafisch einen ganzen Schritt nach vorne macht. Wenn ich daran denke, hier Dragon Age 1 Origins, hier, ey, das da liegen ja Welten zwischen. Auch wenn es wirklich bisher das beste Spiel war, weil Dragon Age 2 hat mir wirklich gar nicht gefallen. Und hier sehen wir gerade eine Neuerung, dass man auch Gegenstände in der Umgebung dann erkennen kann, durchdrücken. Ja, gehen wir ein bisschen weiter auf das Spiel ein. Es gibt hier in diesem Abschnitt kleine Türme, wo man mit dem Magier, den man auswählen kann, diese aktivieren kann, und dann ruft man irgendwelche Untergrundviecher, die einen angreifen. Und wir spielen jetzt gerade hier mit dem Hauptcharakter, und der so ein cooles, oder die, so ein cooles Flammenschwert hat, was ich ziemlich geil finde, ohne Scheiß. Und die Kampfanimationen sehr gut gemacht, finde ich. Mein Eindruck war da echt gut. Und auch mit dem Xbox-Controller kam sehr gut zurecht. Und die Effekte bleiben dann auch und sehen auch echt cool aus. Wir looten ein bisschen und ich gehe nochmal ein bisschen auf die Skillung und die Charakterauswahl ein bisschen ein. Und machen wir das mal auf Charakter Record. Können dann hier, dadurch, dass wir 4 Leute in der Party haben, quasi einstellen, welche Angriffe die Computer dann ausführen sollen, wenn wenn sie gerade nicht von mir gesteuert werden. Und natürlich hat man gerade die Abilities gesehen, wie stark können wir dann natürlich beeinflussen, ob wir auf Stärke gehen oder was. Und natürlich hier die Fähigkeiten, die wir haben, können dort einstellen, ob sie die favorisiert ausführen sollen oder gar nicht oder ganz normal ausführen sollen. Also das kann man alles abwählen und anwählen, je nachdem, wie man seinen Spielstil haben möchte von der einzelnen Figur. Und hier haben wir zum Beispiel dann einen Schurken. Ach, das ist der Magier gerade. Haben dann auch noch einen Schurken dabei, einen Magier, einen Tank. Und dann natürlich unseren, ich würde jetzt mal sagen Assassinen, unseren Hauptcharakter, der einfach mit seinem dicken Schwert einfach überall draufkloppt. Und können dann noch ein bisschen in die Ausrüstung reingehen, ins Inventar. Und da dann, man findet sehr viel. Also in Dragon Age, wer sich erinnert, besteht auch viel, viel aus Equipment und vielen, vielen, vielen sammelbaren Gegenständen und vielen coolen Dingen, die man irgendwo looten kann. Hat mir immer bei Dragon Age Origins sehr viel Spaß gemacht und findet man auch hier, selbst in der einen Stunde findet man sehr viel, was man erkunden und erforschen und sammeln kann. Was man auch aus Dragon Age Origins, also ich zumindest, sehr gut kenne, sind die Konversationen und die Charakter, die man so findet auf dem Weg. Hier haben wir gerade einen getroffen, der uns gesagt hat, boah, hier ist voll das übel Portal irgendwie. Ist ein Portal in den Untergrund oder was, worum es hier geht in Dragon Age Inquisition, dass unser Hauptcharakter da Fähigkeiten hat, um diese Portale zu schließen oder da zu interagieren, und kämpfen dann natürlich gegen die Ausgeburt der Hölle. Gerade sehen wir die Taktikeinstellung, da können wir halt entweder dann zwischen den Charakteren wechseln oder ihm Befehle erteilen. Wir spielen gerade hier mit dem Schurken
der sich halt sneaky von hinten ran stehlen kann. Gerade ein bisschen mein Cooldown. Aber ich zeige euch nochmal, wie das aussieht, wenn man sich dann gleich unsichtbar irgendwo ran sneakt. Also so vom grafischen ohne Scheiß, sieht richtig geil aus. Jetzt sind wir gerade sneaky unterwegs. Suchen wir uns noch hier einen Gegner. Bam! Den wir dann von hinten angreifen können. Und ja. Also hier hauen auch alle fleißig mit drauf. Und wie gesagt, man kann jetzt hier in den Taktikeinstellungen dann noch sehen, was für Fähigkeiten die einzelnen Leute dann noch gerade ausüben. Oder einfach so das Spiel pausieren, um den Überblick einfach zu bekommen. Was dann teilweise auch wirklich, wenn man mehrere Viecher um sich hat, dann hat man noch seine vier Team-Member und dann noch diesen einen, der noch so dabei ist im Geschehen, dann kriegt man ein bisschen den Überblick. Und die Kämpfe sind auch nicht unbedingt so einfach, dass man einfach mit draufkloppen da durchkommt. Also man muss schon teilweise ein bisschen taktischer rangehen und auch die Fähigkeiten von den einzelnen Charakteren aus dem Team dann auch einsetzen. So wie wir gerade hier mit dem Tank dann versucht haben, ein bisschen aufzuräumen, aber gut, war quasi schon alles vorbei. Ja, hier spawnen dann jetzt noch irgendwelche komischen Dinger aus dem Boden. Das habe ich noch nicht ganz so verstanden, aber es hat irgendwas mit diesem Portal zu tun. Und ich stehe jetzt hier so ganz geil deppert irgendwie auf dem Boden rum und BÄM! Kriege ich erstmal voll eine gewischt. ja, aber diese Portale kann ich wohl dann, oder können wir dann mit dem Hauptcharakter schließen. Und haben da irgendwie eine Affinität zu. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Haupthandlung. Das macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Ist irgendwie eine coole Eigenschaft, die unser Hauptcharakter kann. Und interessiert mich auf jeden Fall, was damit los ist. So, wir sind jetzt weiter in der Story hier. Ja, haben auch eine coole Kette, womit wir Gegner irgendwie ranziehen können. Sind jetzt kurz vor dem Schloss, wo wir rein müssen und unseren Boss quasi finden. Wir müssen ein paar Leute hier befreien. Und das war auch gerade eine der coolen Fähigkeiten, die unser Hauptcharakter kann. Ja, irgendwie so ein schwarzes Loch oder dieses Portal öffnen selber. Und dann werden alle Gegner eingesaugt. Aber sonst halt dickes Breitschwert und immer draufkloppen. Ja, brennt natürlich noch schön weiter. Aber eigentlich müssen wir Richtung Schloss uns weiterbegeben. Also hier alle Viecher agieren, der Magier aus dem Hintergrund. Der Tank ist mitten im Geschehen und der Schurke, der ja, kämpft auch so nebenbei noch ein bisschen am Rand. Und finde ich eigentlich sehr gut gemacht. Oh, Scheiß, die Kämpfe haben echt Bock gemacht. Und wir gehen leider, weil wir nur 10 Minuten zeigen können, hier relativ schnell durch und sind dann auch schon bei dem Endgegner, der hier noch eine kleine Wache davor hat, die wir einfach mal rangezogen haben, weil ich die Fähigkeit nochmal testen wollte, und kloppen einfach hier weiter drauf rum. Der Boss, der kommt ganz mächtig mit seinem dicken Hammerchen. Boom, und gibt uns erstmal. Natürlich. Ja, aber ich zeige euch nochmal ein bisschen was zur Taktikeinstellung. Hier kann man dann den einzelnen Leuten dann auch die entsprechenden Fähigkeiten dann auch geben, wenn man möchte. Dass man nicht so sagt, offensiv, defensiv, sondern auch direkt sagt, bitte macht genau diese eine Attacke jetzt auf diese eine Person. Und ihr schickt den Tank und den Schurken erstmal auf den Hauptcharakter, damit die sich mit dem schon mal beschäftigen können. Dann kann ich den einen noch finishen, genau. Und wir konzentrieren natürlich jetzt das Feuer auf unseren Boss hier. Also man kann jetzt auch die Charaktere einfach durchswitchen und mit dem anderen kämpfen, und der Hauptcharakter kämpft dann über die KI weiter. Aber ich habe es eigentlich immer bei Dragon Age Origins sehr gerne gemacht, mit dem Hauptcharakter möglichst viel zu spielen und nur taktische Sachen dann mit den anderen Charakteren zu machen. Außer die haben wirklich einen coolen Move oder so. Der Magier früher bei mir, der konnte richtig geile Sachen. Dann habe ich den auch mal ganz gerne gespielt. Und ja, machen jetzt hier noch die letzten beiden Bobbys am Platt. Und haben dann auch hier alles geklärt, looten noch ein bisschen. Und im Vergleich muss man echt ohne Scheiß sagen, Dragon Age Origins war wirklich eines meiner Lieblingsspiele, auch heute noch. Und habe jetzt auch keins, was so nah rangekommen ist. Und das scheint ein würdiger Nachfolger hier zu werden. Und wir befreien jetzt noch eben
die Gefangenen und zeige euch noch, was für coole Auswirkungen die Konversationen genauso wie in Dragon Age Origins auf das Team haben, was mit dir rumläuft. Die Leute, die man trifft, sind dann einem frohgesonnen oder auch nicht und begleiten einen dann, wie in diesem Fall, dann auch auf dem Weg und stehen dann auch im Team zur Verfügung und kann man auch mit kämpfen. Man hat also mehrere Charaktere in der Hinterhand, mit denen man mitläufen könnte und finde ich sehr cool, hat mir immer sehr viel Bock gemacht bei Dragon Age Origins und finde ich gut, dass man den Weg auch dahin geht, Back to the Roots, weil Dragon Age 2 hat mir nicht so gut gefallen und von der Grafik her ist es jetzt echt geil und ohne Scheiß, mir hat es richtig Bock gemacht und ich habe auf jeden Fall Lust auf mehr von Dragon Age Inquisition.